iPad. Ein Überraschungspaket. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you. Hier kommt deine vegane Überraschung. Nein. Zeig mal bitte. Da steht da drauf. Das Überraschungspaket. Hier kommt deine vegane Überraschung. Von einer lieben Abonnentin. Von der lieben Jennifer Schlosser. So, machen wir auf? Ja, wir machen mal auf. Oh, die Palette ist so schön für 3,50 Euro. Leute. Aber ich glaube, ihr seht zuerst das Video. Oder das Video zuerst. Mal gucken. Weil sie sind heute beide entstanden. Wir kommen der Sache näher. Aha. Ah, nee. Jennifer! Na, fang an! Für Irmi. Edelnougat. Oh. Dankeschön. Woher sie das wohl weiß? Edelmarzipan. Woher sie das wohl weiß? Woher sie das wohl weiß? Malteser und Ohrringe. Oh, schön. Merci beaucoup. Sehr silber. Bist du verrückt? So kleine Stecker. Oh, guck mal. Sind doch ja so Ohrringe. Oh, schön. Komm, guck mal auseinander. So, jetzt fangen wir mal an, was hier so schöne, was hier so schöne drin ist. Aha. Jetzt. Was für die Nägel? Metallschock. Für die Nägel. Zipi. Oh, ich muss mein. Oh, mein Tee. Oh, dankeschön. So, Irmi, du kannst auch anfangen. Wieso? Aloe Vera. Also die Aloe Vera ist auch wieder bei. Aloe Vera. Ich fange mal an. Okay. With Aloe Vera und Echinacea-Extrakt. Hier, öffnen. Wer lese, kann es klar vorteilen. Willst du essen schon? Ja, du sagst, ich soll anfangen. Meint doch nicht zu essen. Ich muss hier gucken, was das hier ist. Extra Freshness Tooth Gel. Ich muss gucken, muss lesen, was das ist. Wer das ist so scharf? Und wie ist das auch für die Zähne? Guck mal, ist richtig grün. Guck mal. Siehst du das? Und was machst du für ein Gesicht? Aber nicht runterschlucken, ne? Ach, mal lecker. Top. Na, da ist eher das Verputzieren in Amt weg, ne? Ey, Alene, es macht dick, wa? War für deine Paläser. Oh, komm, eins. Merci, dass es dich gibt. Nee, die knurrt sich nicht mit seinen Schlucken. Weiter. Okay. R plus. Achso, das ist die Verpackung. Okay, vier Pack aus. Lush, Bronxam, Highlighter Palette. Ah, Hey Cheeks. Oh, schön, die hätten wir ja nicht gekauft. Die sieht aber noch sehr neu aus, Jennifer, ne?
Haben wir wieder gekauft und nicht benutzt. Ist ja noch richtig original verpackt. Aber schöne Farben, freue ich mich. Dankeschön. Noch mehr? Willst du noch mal gucken? To the moon and back. Schöne Farben drin. Von Essence. Dankeschön. Flakon. Flakon. Flakoni. Ne, achso, Flakoni. Okay, was kommt da rein? Weiß nicht. Da kannst du was reinmachen, was du möchtest. Weil das ist Aristo, also Aristri, Hydrafor, erfrischendes Gel. Aristokess. Nein. L'Oreal Highlighter Perfect Match. Muss ich mal schauen. Ach und nee. Jetzt fahre ich nach Ikea, ne? Ach nee. Von Revolution, dieses Ei, ein Ei. Ei. Ich wollte gerade sagen, ein Ei. Ei, verpotten. Wer kennt das noch? Sag ich dir nicht. Das sieht aus wie eine... Wie? Ach, oh, das sind aber schöne Farben. Ist auch schon schön grün drin. Und natürlich, wieso? Ach Gott. Au. So. Du sollst nicht gucken. Wieso nicht? Ist doch... Von Essen Satin Touch Blush. Satin Touch Blush. I am you. Das ist auch ein schöner Blush. Satin Touch Blush. Was hast du? Gekauft und kurze Zeit später festgestellt, dass Foundation nichts für mich ist. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Also gekauft und kurze Zeit später festgestellt, dass Foundation nichts für mich ist. Haha. Na, dann testen wir sie mal. Von Manhattan, wa? Ist das? Die Farbe könnte im Winter passen. Aha. The butter work. You better work. Fixing powder. Waterproof. Oh. Schön, für die Nägel. Nail Wraps. Miss Sophie, oh, guck mal hier. Schöne Nail Wraps. Natürlich unbenutzt. Ja, und wenn es benutzt wäre von bei dir, von dir, Jennifer, das wäre mir total egal. Aber ich müsste nur nur wissen, was das ist. Denn anhand des... Ach, hier, for the lips. Na, Mutti? Perfekt Kiss. Soll ich das mal richtig abmachen? Ist das ein... Ach, ein Lip Primer, okay. Komm, ich mach's mal ab. Ja, mach's mal bitte ab. Und jetzt hier von L'Oreal. Multi-Masking Miniset. Detox-Masken. Tonerde, aha. Cool. Thank you very much. Englisch lernen ist Quatsch. Oh, von NYX. Oh, das ist aber eine tolle Farbe. Ein Aubergine von NYX, einen kleinen Lidschatten. Haben wir eigentlich genug Licht? Na, ich sehe dich doch. Ja, mich, aber sehen die hier? Doch, ja, ne? Doch. Schön. Ach hier, Perfect Kiss Lip Primer. Gibt es auch einen Lip Primer, okay. Ich muss mal eben... Ja. Wo musst du denn hin? Müll. Noch ein Müll ging's her. Oh, Pavelfeng. Enjoy Brasil. Mal gucken, wie es, wenn es fruchtig ist, kann ich es riechen. Wenn es nicht fruchtig ist, kann ich es nicht riechen. Oh. Also. Ich rieche es. Und? Also ich kann es riechen und für mich riecht es angenehm. Ja, ja. Für dich nicht? Doch. Doch. Es muss erstmal so ein bisschen so... Dankeschön. So. Oh ja, nimm mal die. Von Vichy. Vichy. Mineral. Mineral Mask.
Oh, schön. Das ist Gel, wa? Ja. Das würde ich mir aber nicht ins Gesicht schmieren. Doch, gehst du, was denkst du, wieso, Vichy ist eine teure Firma, ja? Ja, aber das ich meine, aber Gel. Das ist was, ich klatsche gleich hin, wa? Kannst du ein bisschen Light on machen? Na, meinst du, das bringt ja da was? Mach mal bitte. Hier, das oben. Ah, okay. Ein bisschen kleine Nuance. So. Pass mal auf, das ist ganz. Ey. Das ist richtig schön. Das ist. Das ist was Gutes. Was Gutes. Na gut, wenn du meinst. Oder kann es was von Ratzebaum sein? Oder wie war die Werbung? Dankeschön, ist super. Guck mal hier. Nix für mich, Geruch aber mega. Fußschaum, warum nichts für dich? Für die Füße kann man immer Schaum, für unsere Füße. Für. Super. Matt. Matt Mania Blush. Mistlin. Alles so bräun, finde ich gut. Ich habe mich in dieser Richtung eigentlich nicht so viele Blushes. Schön. Ich gucke immer was Großes aus. It's your time to. Von der 183D. Nee. Lip Cream. Also. What the fuck? Lippencreme. Lippenstifte sind das. Die sind noch neu. Hallo. Ich das jetzt wieder. Jetzt wird bestimmt wieder. Wieder gedacht, eine andere könnte es vielleicht besser gebrauchen. Vielleicht geht der Neid wieder los. Es kommt hier kein Neid auf. Nee. Warum auch? Ja, weiß ich nicht. Ja. Oh, danke schön. Oh, so schöne. Du bist verrückt. Oh, ich freue mich. Oh. Ein Glow to the go. Oh, schön. Die sollen echt gut sein von Essence, diese Highlighter hier. Ein Mega-Farbe komme nur nicht damit zurecht. Dann gucken wir uns das mal an. Na, hier komm, nimm doch das erstmal. Matt. Matschpuder. Matt. Zum Abmattieren. Oh, noch ein Nix-Lidschatten. Oh, auch so schön. Die sollen nicht schlecht sein, diese Lidschatten hier. Dankeschön. Ja. Oh. Moonlight. Ah, Essence Moonlight. Oh, aber eine schöne Farbe. Doch, damit mache ich irgendwo oben. Ich mache sowieso mal einen schönen Look mit. Mit Schneegel? Mit Schneegel. Oho. Eine Mascara Manhattan Supreme Lash. Ohne schöne Bürste. Eine sehr schöne Bürste. Damit kannst du richtig schön die Wimpern definieren. Finde ich gut, solche Mascaras. Ist auch noch so. Auch eine Mascara. Schmetterling. Leider nicht meine Farbe. Intensier. Was ist das von welcher Firma? Kann ich nicht lesen. Ach, von L'Oreal. Hast du deine Brille nicht auf? Auch so eine schöne Bürste. Super. Von L'Oreal. So, jetzt hat sie hier geschrieben. Mhm. Leider nicht meine Farbe. Sehr schade. Momentos. Und das machst du selber auf. Ach, von Sleek. Nee, mach du. Aber ich habe ja noch keine Ahnung. Nicht deine Farbe? Oh, ist auch so ein Rosgold. Genau meine Farbe, ey. Lol. Oh, guckt euch das an. Ist genau meine Farbe. Thank you. Ich kann es nicht lesen. Warum hast toller du Blush. Deine Brille? Hier. Hinten. Da. Max & Moore. Ist auch ein schöner Blush. Blush. Ja.
Aha, muss ich jetzt mal gucken, what that is. Love. Ach, ist auch eine Mascara? Ach, guck mal, so eine kleine Volumenmascara. Gib mal hier so eine kleine. Ist ja süß. Ja, wenn du mal ausgehst, dann. Und hier ist ein All-Over-Liner von U20183 Marke. Einmal getestet, aber mag den Geruch an mir leider nicht. Für jede Haut. Aber das hat er richtig zugemacht. Ja. Soll ich das jetzt natürlich, wir müssen ja mal rächen. Wir müssen doch mal rächen. Los für Ölprimer. Ach hier, cool, der sieht ja so schimmerig aus. Von 183 Mark habe ich noch gar nichts. Wechselt zu beerig blumig. Wechselt von beerig zu blumig. Na ja, spiel mal ein bei dir. Oder ist das wieder eine Fußnähe für alle? Ist eine Luschen. Eine Luschen? Von Elisabeth Aden. 8 Hour Cream. Die ist aber auch schon alt, du, die Aden. Das weiß ich nicht. Aber die gibt's, die ist schon lange. Die Elisabeth Aden. Hara Yuka 112. Da ist oh, das ist eine schöne Farbe, du. Das ist eine schöne Farbe hier. Body Lotion. Zeig mal. Also ich kann es riechen. Wenn es bärig ist, kann ich es immer riechen. Guck mal hier, schöne Proben. BKK. Was gibt es da jetzt drin? Was ist denn das für Samen? Kann ich nicht lesen. Leute, schöne Proben. Kräutermischung, Zitronenmittel in einem mit Erde. Der geht weiter, den habe ich auch schon weitergegeben. Kräuter, die meinen hellen und warmen Ort so guck klein. Mal, hier so einen kleinen Pinsel. Oh, der ist aber schön. Ein kleiner Pinsel. Majoran, Melisse, Basilikum, so. Liebstöcke, Kerbe. Kräuter. Wir wünschen ein vitaminreiches und gesundes Wachstum. Für die Körner oder, ja, oder für uns? Für uns weiß ich auch nicht. Naja, gut, okay, das können wir ja mal probieren. Von Long Lasting Magical Halo, von welcher? Kenne ich nicht, aber ist eine schöne Farbe. Sind ja noch meine Farben. Hier ist auch noch ein Pinsel. Ein Pinsel, der ist gut. Pinsel kann ich immer gebrauchen. Ach, hier so ein, für die Nägel. Ach so. Was für die Nägel. Natural Lash Volumen Lash Creme. Das wird schon wieder eine Mascara. Schon wieder eine Mascara. Hört sich so vorwurfsvoll an, war schon wieder eine Mascara? Oder was ist das? Ach, ah, cool, ja. Erst das hier und dann Mascara. Erst das und das ist das für die Nägel? Ja. So kennen die auch schon aus, ne? Nö. Was für die Nägel? Ja, von P2 Pearl Dream. Och, P2 gibt's ja gar nicht mehr. Schöne Farbe. Ach, noch einen davon. Schön. Oh, auch eine schöne Farbe. Das ist aber was von BH Cosmetic. Von BH Cosmetic. Auch so ein Kleen ist ja süß. Der ist ja süß. So ein Kleen. Sehr süß. Guck mal hier, so ein Kleen von BH Cosmetic. Ist das ein Stimmlift? Ist das ein Stippenlift? Ist das ein Stippenlift? Schöne. Oh. Doch für den Herbst ist das eine schöne Farbe. Das auch? Das ist Roller Lash von Benefit, eine Mascara. Ach na, da bin ich mal gespannt. Das ist eine Lip Base. Von Benefit, die Roller Lash Mascara. Die schauen wir uns doch mal an. Und es ist ein Lip Base. Auch wieder so ein. Und benutzt nur eine Lip Base. Nur geswatcht. Ich mach schon auf. Weil man sie nicht mal so ungewöhnlich. Ach, von BH Cosmetics. Das sehe ich schon an der Verpackung. Sehe ich schon an der.
Kriegst du sowieso nicht auf, wenn da hier die ganze Klebe rum ist. Jetzt. Nee, ist nicht von B. Von Essence. Oh, eine schöne Farbe. Ist alles so eine Mundfarbe. Schön. Oh, das ist eine schöne Farbe. Ui. Von Superstay. Das ist ja eine geile Farbe. Wir morgen nach Ikea. Warum regnet's? Nee, aber... Neutriger, nein. Schöne Farbe. Ein Mascara. Art Deco. Ach, für die... Was ist es? Das, was vegan, vegan ist. Kannst du essen. Augenärztlich getestet. Kleine Mascara. Tintenpropf. Aber das ist glücklich. Guck mal hier. Das ist wieder für die Augenbrauen, aber das ist glücklich sehr. Sehr. Die hat mich den ganzen Tag gestern genervt. Hast du dir die Augenbrauen gemacht? Nee, ich habe gesagt, ich habe mich machen lassen. Guck mich mal an. Die ist ein bisschen. Sehr braun, also ich glaube für mich, aber vielleicht für dich. Guck mich mal an. Sieht man nicht viel, aber nee. So, weiter. Hier. Ach, auch noch mal ein Stippenlüft. Oh, das ist auch eine schöne Farbe. Guck mal hier. So. So. War hier so krumm. Doch, ist eine schöne Farbe. Wollt ihr, dass ich irgendwie mal wieder schminke? Nein, wollen sie nicht. Wollt ihr, dass ich irgendwie mal wieder schminke? Nein, hier ist eine Face-Maske. Ja, für uns beide. Was, ein für dich und ein für mich? Das sind doch zwei. Das ist vielleicht für die Stirn und das ist fürs Unterteil. Fürs Unterteil. Ja. Ach, das ist ohne schöne Farbe. Ich muss mal, ob ich den schon habe. Silk Nail Frap. Irgendwas ist das. Aha, okay. Silk Nail Frap Dispensing Pack. Achso, hier ist zum. Ja, muss ich mal gucken, was das ist. Das ist ein Lollipops. Fluid Glue. Lollipops. Was ist denn für die. Ach, das ist hier so ein. Oh, war schön, so gülden. Oh, schöne Farbe. Lip. Ist hier, zeig mal. Das ist wohl eine schöne Farbe. So. So. Ja, so. Das ist eine schöne Farbe. Oh, eine schöne Farbe. Ach, sind alle schöne Farben. Nochmal hier so ein Metallschock für die Fingernägel. Nochmal ein Eyeliner. Zeig mal. Nochmal auch Brille ab. Macht man hier so. Ja, gut. Ich muss irgendwie mal wieder schminken. Weiter. Noch nicht alle. Nein, hier ist doch noch was. Mascara. Kruzifix. Kruzifix. Thick Eye Love. Mach das hier so neu aus. Mach das Ding doch einfach mal auf. Das war jetzt hier so hier für. Oh, die ist aber schön. Die sieht noch so richtig. Boah, geil. Schöne Maskara. Eine feine. Kenne ich überhaupt nicht. So, jetzt können wir alles wieder einpacken. Ist alles raus? Ja, ist nichts mehr da. Oh, schön. Dankeschön, Jenny.
so. Ich muss mal gucken, was ich davon behalte. Das meiste weg behalten. Das Ei werde ich wahrscheinlich mit in die für die nächste Verlosung packen. Aber ich muss mal gucken und Dankeschön. Dankeschön. Lecker. Lieben Dank. Wir freuen uns. Schöne Sachen dabei. Ich hoffe, dir gefällt unser Paket auch, was du bekommen hast. Es war nur ein kleines Paket, aber über das Körnerkissen freut sie sich bestimmt. Ja, natürlich. Wird sie bestimmt auch heute bekommen haben. Ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt, ob ich schon eine Nachricht bekommen habe. Wir bedanken uns recht herzlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann können wir es auch nicht ändern. Nein. Guten Tag. Abends werden die Vollen fleißig. Ja. Schauen wir mal. Gut, das wird jetzt hier ein bisschen laut. Und in diesem Sinne? In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und was sagen wir? Tschüss! What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up.